Jahr für Jahr stehen 58 Autojournalisten aus 22 Ländern vor der Aufgabe, das beste Auto mit dem Titel European Car of the Year zu finden. Nicht immer eine leichte Aufgabe, denn oft liegen die Neuerscheinungen so dicht beieinander, dass nur wenige Punkte über den Sieger und die nachfolgenden Plätze entscheiden. In diesem Jahr war der neue VW Passat GTE der Liebling der Jury. Der Plug-in-Hybrid hat sich die begehrte Auszeichnung geholt. Seit 1964 wird die Auszeichnung European Car of the Year verliehen. VW konnte sich diese schon zum vierten Mal sichern. Bislang waren 1992 der Golf, 2010 der Polo und 2013 dann wieder der Golf die Titelträger. Klar, dass man bei VW stolz ist, dass in diesem Jahr der Passat GTE die Konkurrenz hinter sich lassen konnte. Wir sind sehr geehrt, weil dieser Award, den wir jetzt Car of the Year bekommen haben, das ist ein sehr traditioneller Award, den es schon sehr, sehr lange gibt. Und der Passat ist im Moment die Spitze des modularen Querbaukastens. Er hat modernste Technologien, die man normalerweise nur aus Oberklassenlimousinen kennt. Fahrerassistenzsysteme, Emergency-Assist-Systeme. Das heißt, er bringt eine Menge Sicherheit mit sich. Er vermittelt eine Menge Fahrspaß und wir haben ein sehr breites Band modernster Antriebstechnologien. Hier sehen Sie jetzt den Passat GTE beispielsweise, der in der Lage ist, 50 Kilometer rein elektrisch zu fahren, also emissionsfrei. Er hat einen Betriebsbereich gesamt von über 1000 Kilometern und gibt alles das, was Sie zum Fahren brauchen. Zur Wahl stehen immer die neuen Modelle, die in den letzten 12 Monaten Marktpremiere hatten. Technische Innovation und ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis sind die wichtigsten Kriterien beim bedeutendsten europäischen Autopreis.